schwer ist es. 7,6 Kilo wiegt das Ding, laut meiner Waage. Drauf steht von der Deutschen Post 7,4. Und was da drin ist, schauen wir uns gemeinsam an. Ich bin total aufgeregt, weil es ist wirklich ein großartiger Moment. Ich hätte nicht gedacht, dass der eines Tages kommen wird. Dieser Karton ist heute angekommen. Zack. Die lauten Geräusche gehören zur Inszenierung, also keine Sorge. Lieferschein. Zack. Falsch rum. Immer noch falsch rum. So. Der Podcast-Führerschein, er ist da. Das ist total cool, dieser Moment. Das ist das allererste Mal, dass ich diese Bücher physisch in der Hand habe. Es ist ein echtes Buch. Guten Sound, auch nicht viel Bass. Und dieses Ding ist in Wahrheit ein lang gehegter Traum. Also wenn man Bücher selber schreibt, sie selber veröffentlicht als E-Book und so weiter, es ist schon cool, den eigenen Namen bei Amazon zu sehen. Das ist schon ganz geil. Aber wenn man dann ein Paket bekommt von einem Verlag, ne, macht das, die steht dann vor der Tür, dann ist das Ding schwer, man macht es auf und da drin sind echte physische Bücher. Das ist schon geil. Der eine Name steht auch noch da drauf. Guck mal da, das bin ich. Und abgesehen davon, dass es meinem Ego gut tut, glaube ich, könnte es sehr vielen Menschen gut tun, wenn die einen Podcast machen wollen, damit zu arbeiten. Und deswegen verlose ich eins dieser Bücher. Das funktioniert folgendermaßen. Hier unten bei YouTube in der Beschreibung, da tippt ihr einfach rein, was euer eigenes Podcast-Projekt sein soll. Und alles, was da angekommen ist, kommt auf einen kleinen Zettel, schreibt einen Stift mit eurem Namen drauf, packt ihn in einen Hut, zieht ihn raus und der es dann gewonnen hat, der kriegt ein Buch geschickt. Da müssen wir in Kontakt miteinander treten, das kriegen wir schon hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Büchlein gewinnt. Und falls nicht, dann könnt ihr es ja immer noch kaufen. Das gibt es tatsächlich überall, wo es Bücher gibt. Es gibt es nicht nur im Online-Shop, sondern auch im Buchhandel bei euch um die Ecke. Das heißt, falls ihr momentan den lokalen Buchhandel unterstützen wollt, ist das eine gute Gelegenheit, es zu tun. Falls ihr jemanden kennt, der einen Podcast plant und ein bisschen Hilfe braucht, gute Idee. Und sonst ist hier an dieser Stelle mal die Dauerwerbesendung mal vorbei. Aber ich bin ein bisschen, ihr merkt, ich bin ein bisschen überdreht. Ich bin völlig begeistert. Ich bin echt gerührt, dass mein Name auf einem echten physischen Buch draufsteht und weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie gesagt, ich teile diesen Freunden mit euch. Abonniert diesen Kanal und erzählt weiter von dem, was es hier so zu finden gibt. Bis dann, Podcast-Führerschein. Kaufen Sie dieses Buch jetzt! Naja, oder so in der Art. Tschüss!